Moin, ich grüße euch. Ich werde euch heute mal die Supersonic Reverse Tactical von Expo FMA vorstellen. An dem Grundmodell der Supersonic Reverse Tactical hat sich nicht viel geändert. Warum sollte es auch? Eine kleine, kompakte Armbrust. Was sich zurzeit geändert hat, ist der Zughebel der Sehne. Dieser besteht nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Metall. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Tactical-Bereich. Die Supersonic Reverse verfügt über ein kompaktes, schlankes, einfach geniales Magazin, das sich mit nur 5,5 cm Höhe optimal an das Design der Armbrust anpasst. Da haben sich die Entwickler mal ganz was Besonderes ausgedacht. Die Supersonic kommt als Set daher. In diesem sind momentan folgende Sachen enthalten. Einmal das Red Green Dot mit Schutzkappe, Pflegetuch und einer Batterie. Ein Fischrollenhalter. Ersatzschrauben und ein Wachsstift. Ein Handgriff. 10 Carbonbolzen. Diverse In-Sechskant-Schlüssel. Dann die Wurfarme mit Führungsschiene, Magazin und der Abzugseinheit mit Sicherung und einem L-Schaft. Es gibt optional auch noch weitere Bolzen zu bekommen, wie zum Beispiel hier dieser Cutterbolzen von Expo FMA. Dieser besitzt eine Jagdspitze. Die Supersonic Reverse Tactical von Expo FMA gibt es in drei Varianten. Einmal ohne Schaft, mit verstellbarem Triangel oder einem L-Schaft. Die verlängerten Schäfte der Supersonic sorgen hier für mehr Stabilität der Armbrust. Das Magazin hat ein Fassungsvermögen von 6 Bolzen, die vollkommen automatisch während des Ladevorgangs nachgeladen werden und dadurch eine schnelle Schussfolge ermöglichen. Das heißt, direkt nach dem Spannvorgang fällt der nächste Bolzen auf die Führungsschiene und ist bereit zum Abschuss. Deshalb auch der Name Tactical, schnelle Schussabgabe hintereinander, ohne jedes Mal einen neuen Bolzen einlegen zu müssen. Als besondere Sicherheitsmaßnahme verriegelt der Bolzenniederhalter im Magazin nach dem letzten Bolzenschuss und lässt somit ein erneutes Spannen der Armbrust nicht zu. So merkt der Schütze nicht nur, dass das Magazin leer ist, sondern es wird auch verhindert, dass ein Leerschuss abgegeben werden kann. Zusätzlich verfügt das Magazin über eine Picatinny-Schiene, die eine Montage eines kurzen Zielfernrohres oder eines Dots ermöglicht. Das Material ist ein glasfaserverstärkter und hitzebeständiger Kunststoff, der sehr robust ist. Im Allgemeinen sollte nur mit den Tactical Bolzen, den Tactical Cutter Bolzen oder Bolzen, die ausdrücklich für die Expo FMA Supersonic Reverse Tactical geeignet sind, geschossen werden. Es können auch die normalen Supersonic Reverse Bolzen benutzt werden, aber da die für das Magazin zu groß sind, können diese nur von vorn als Einzelschussabgabe geladen werden. Interessant wird hierbei der Supersonic Pro Hand Carbon Bolzen. Auf diesen kann man nämlich verschiedene Jagdspitzen aufschrauben, wie zum Beispiel diese hier, ebenfalls von Expo FMA. Kommen wir zu allgemeinen Angaben. Das Zuggewicht der Armbrust liegt bei 120 Pfund. Die Bolzengeschwindigkeit werden wir nachher noch einmal testen. Die kinetische Energie beträgt ca. 52 Joule. Und das Bolzengewicht liegt bei ca. 135 Grain. Kurze Info noch zum weiteren Zubehör. Ich habe hier zum Beispiel unter die Armbrust noch eine Picatinny-Schiene geschraubt und dazu noch ein Zweibein draufgesetzt. Ist in der Höhe verstellbar, das sorgt für noch mehr Stabilität der Armbrust und hat irgendwie noch einen Coolness-Effekt. Soweit so gut. Als nächstes teste ich mal die Bolzengeschwindigkeit der Armbrust. Dazu nehme ich die normalen Tactical Carbon Bolzen mit 135 Grain. Okay, als erstes 322 FPS. 319 FPS. Und noch einmal 321 FPS. So, Fassungsvermögen des Magazins sind 6 Bolzen, na dann mal los.
Na, das Trefferbild stimmt dich doch fröhlich, oder? Worauf man jetzt unbedingt vor jedem Schuss der Armbrust achten sollte, ist, dass die Nocke, so wie hier zu sehen ist, senkrecht auf der Führungsschiene sitzt und sich nicht vielleicht verkantet. Unbedingt darauf achten. Mein Fazit zur Armbrust: Was mir gefällt, ist das schlanke und kompakte Magazin. Dadurch wird die Supersonic auch nicht viel schwerer als sonst. Perfekt ist, dass der Bolzenniederhalter einen Leerschuss verhindert, dass die Armbrust trotz ihrer geringen Größe eine Geschwindigkeit von über 300 FPS raushaut und die schnelle Schussabgabe hintereinander weg ist schon eine coole Sache.